Heute ist der 19. Oktober 2020. Wir haben es abends 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Agile Care Workshop. Das ist die beste Zeit und wir freuen uns, hier Sie begrüßen zu dürfen. Wenn ich sage wir, dann hilft mir meine Frau Renate und es hilft mir auch meine Tochter Claudia, mich hier zu unterstützen bei der Übernahme der Fragen hauptsächlich und dass der heutige Workshop ebenso für Sie auch ein Erfolg wird. Erfolg in Hinsicht, wie kann ich noch besser meine Lebensqualität erzeugen, verbessern, meine Lebensqualität verbessern mit Agile Care. Dazu sind wir da. Und ich begrüße auch vorsorglich all diejenigen Teilnehmer, die jetzt nicht bei der Live-Sendung, sagen wir mal, beim Live-Workshop dabei sind, sondern sich die Aufzeichnung ansehen. Das macht auch Sinn. Die Aufzeichnung steht ja immer noch 10 Tage nach dem Live-Termin zur Verfügung. Und in dem Live-Termin können Sie auch, in dem Aufzeichnungstermin können Sie auch noch, wie im Live-Termin, Downloads durchführen, mir Fragen stellen, die landen dann bei mir und ich beantworte Ihnen sehr gern. Auch im heutigen Workshop wollen wir so verfahren, dass Sie sich die von mir vorbereiteten Slides herunterladen können. Das tun Sie jetzt rechts. Ab sofort können Sie das tun. Das tut es gerade und ich bin schon etwas ruhiger. Also, Sie können ab jetzt wirklich sich die Slides als PDF herunterladen. Ab jetzt. Und Sie können das tun, indem Sie rechts auf Ihrem Bildschirm auf das Symbol mit Files gehen, also das englische Wort für Dateien, und können Sie draufklicken und können sich das herunterladen. Während der ganzen Zeit können Sie das tun. Da haben Sie auch diese dann vorliegen. Des Weiteren möchte ich Ihnen in den Chat finden Sie auch rechts. Ich sage das nur noch mal so ausführlich, weil einige heute dankenswerterweise das erste Mal dabei sind und das vielleicht nicht wissen. Chat können Sie rechts anklicken, wenn Sie auf das Symbol mit der Sprechblase gehen und ich trage dort jetzt einen Hinweis ein, wie Sie an ein bestimmtes Video kommen. Und da geht es mir nur darum, dass Sie sich den Link durch Rechtsmausklick sichern oder indem Sie den Link, der geht mit https://, los, finden Sie also dort. Und wenn Sie das Video sich ansehen wollen, dann können Sie das über diesen Link tun. Jetzt vielleicht nicht, aber ich komme in meinem Vortrag darauf zurück. Also lassen Sie uns beginnen. Wie das üblich ist, heute auch wieder für bessere Lebensqualität, ganz klar. Achtung, wichtiger Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose- oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, einfach eine Pflicht, die wir erfüllen wollen. Im letzten Workshop, also vorige Woche, am 12. habe ich zwei Fälle ausgiebig besprochen, mit dem Ziel, Sie zu motivieren, auch möglichst genauso vorzugehen. Der erste Fall war sozusagen der typische positive Fall, aber extrem dauerhaft, extrem komplex. Und es handelt sich um einen schweren Verkehrsunfall, wo jemand wirklich schwere Beeinträchtigungen hatte durch Hämatome, durch Torsionen, durch Verstauchungen, durch Verrenkungen und so weiter. Also sehr, sehr. Und die Anwenderin, ich habe das im Detail vorgestellt, hat geduldig und diszipliniert gearbeitet, bis sie zum Erfolg gekommen ist. Und das habe ich auch ganz detailliert gezeigt und habe gezeigt, dass wenn man mehrere Anwendungen kombiniert mit gesundem Menschenverstand oder mit uns kommuniziert, um die Empfehlung zu bekommen und das geduldig macht, das heißt nicht zu früh aufhört damit, es wiederholt, diszipliniert macht, heißt die Randbedingungen optimal einhalten, dann kann es sein, dass man wie in dem ersten Fall vorige Woche vorgestellt, auch nach einem schweren Verkehrsunfall wieder zu sehr guter Lebensqualität kommen kann. Und ich wollte Sie damit motivieren, aktiv zu bleiben
und im Fall der Fälle mit uns zu kommunizieren, dass es Ihnen ähnlich geht. Ich habe Ihnen aber auch einen zweiten Fall vorgestellt, auch ein sehr disziplinierter und geduldiger Anwender. Er hat gegen Katarakt gearbeitet, also gegen die Parasiten, die beim Katarakt in unserem Auge sind, in Zellen des Auges. Und er hat absolut keinen Erfolg gehabt. Er hat sehr oft mit mir kommuniziert. Er hat es ganz sicher, ich bin ganz sicher, sehr diszipliniert getan und hat keinen Erfolg gehabt. Aber da sind wir auch nicht am Ende. Wir haben das aufgenommen, haben das diskutiert in unserem Team. Wir haben es in andere Gremien gebracht. Wir haben ja international sehr viele Kooperationen. Und das Ergebnis, das haben Sie seit Folge Montag vorliegen als neues Setup. Und das sind zwei weitere neuere Anwendungen gegen die Parasiten bei Katarakt aufgelistet. Und ich hoffe, dass wir dann für diesen Anwender zum Erfolg kommen und dass es auch eine Hilfe ist für diejenigen, die nicht trotz geduldiger und disziplinierter Arbeit noch nicht zum Erfolg gekommen sind. Mit diesen beiden Fällen wollte ich Sie eigentlich motivieren, dass Sie auch dranbleiben und wie gesagt im Fall der Fälle mit uns kommunizieren. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, um mit uns zu kommunizieren. Das Fazit dieser beiden im letzten Workshop vorgestellten Fälle und auch warum ich das getan habe, lautet, es lohnt immer, wenn genügend Geduld und Disziplin vorliegt. Soweit also zu dem von vorige Woche. Heute möchte ich mal auch aus dem Grunde noch besseres Verständnis bei Ihnen zu gewinnen für die Anwendung von Agile Care, möchte ich darauf mal eingehen, was geschieht eigentlich bei Agile Care. Und ich bringe das nicht nur, weil wir sehr viele neue Anwender dabei haben, die das zum ersten Mal hören, sondern ich bringe es auch, um Ihr Wissen aufzufrischen. Agile Care ist ein Bereich der Körperpflege angesetzt. Wir arbeiten mit elektromagnetischen Wellen, mit elektromagnetisch ganz zugeordneten Frequenzen und wir arbeiten auf der Basis der Erfindung von Dr. Rife. Die Erfindung liegt sehr weit zurück. Damals hatte man noch nicht so gute Techniken und schon gar keine Software und das liegt uns aber jetzt mit Agile Care, ich möchte mal sagen, besser vor. Was beachten wir dabei? Wir beachten eine Tatsache, die wir nicht vergessen sollten, dass bei jeder Erkrankung, wirklich bei jeder Erkrankung, wir eine Minderversorgung der Zellen mit Sauerstoff vorfinden. Wozu brauchen wir in den Zellen Sauerstoff? Wir brauchen in den Zellen Sauerstoff, um Energie herzustellen. Das machen die Mitochondrien. Deshalb nennen wir diese kleinen Dinger in unseren Zellen auch die Kraftwerke der Zellen. Und die stellen die Energie in Form von ATP her. Kommt kein Sauerstoff oder zu wenig Sauerstoff, gibt es kein ATP, also keine Energie. Damit die Zelle das überleben kann, schaltet sie um auf einen anderen Stoffwechsel. Wir nennen den Ersatzstoffwechsel oder Krebsstoffwechsel. Und das ist eine Art alkoholische Gärung, eine Gärung des Saftes in der Zelle, des Phytoplasmas, der Flüssigkeit in der Zelle. Und wenn diese Gärung einsetzt, dann verändert sich selbstverständlich, da rettet sich zwar die Zelle, aber es verändert sich der pH-Wert in und um die Zelle herum. Und das ist ein fantastisches Milieu, eine fantastische Grundlage für das Ansiedeln von Parasiten, die wir sonst in dieser Form, in dieser Menge, in diesen Verhältnissen nicht haben. Und diese Veränderung, die nennen wir Dysbalance der Parasiten. Und die Parasiten, muss ich vielleicht auch noch erläutern, was verstehen wir unter Parasiten? Wenn es um eine Belastung von Parasiten in und um die Zellen geht, dann meinen wir damit Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und Einzeller. Das sind für uns die Parasiten, also Viren, Bakterien, Würmer, Einzeller und Pilze. Und die bilden dann, sie fühlen sich so wohl in diesem veränderten, ich möchte mal sagen, durch die alkoholische Gärung veränderten Milieu, fühlen sich so wohl, dass sie sich dort sehr, sehr gut ansässig fühlen, dass sie sich vermehren und dass sie das möglichst weit auch ausdehnen. Wir können sagen, wir haben, da wir ausgehen von Minderversorgung im Zusammenhang mit einer Erkrankung, was bei jeder Erkrankung der Fall ist, Minderversorgung mit Sauerstoff, haben wir dann also eine Symbiose zwischen der Dysbalance von Parasiten und der Erkrankung selbst. Und diese Symbiose gilt es aufzubrechen, wenn wir die Krankheit überwinden wollen. Und die Symbiose brechen wir auf, indem wir die Parasiten eliminieren. Wir dezimieren sie, also verringern ihre Zahl ganz deutlich, oder wir eliminieren sie komplett. Und dazu gibt es genaue Frequenzmuster, ganz komplexe Frequenzmuster, die man erforscht hat, die dann die Parasiten zerstören. Und
Wenn wir mit Frequenzmustern arbeiten, dann wissen wir, dass es andere Wege gibt, auch Parasiten zu zerstören. Ich denke nur bei den Bakterien an die Antibiotika. Antibiotika greifen die Bakterien an und haben die Absicht, sie zu vergiften, zu zerstören. Aber glauben Sie mir bitte, das erkennen Sie auch daran, dass wir sehr, sehr viele Resistenzen auf der Welt haben, immer mehr. Überall dort, wo wir leichtfertig Antibiotika einsetzen, haben wir ganz verbreitet Resistenzen gegen die Antibiotika. Das heißt, die Bakterien machen sich überhaupt nichts draus. Sie erkennen das nämlich als Angriff und verändern ihre Struktur. Kleines Beispiel. Antibiotika erkennen Bakterien an deren Zellwände. Also Antibiotika erkennen an den Zellwänden der Bakterien diese und zerstören sie. Identifizieren sie und zerstören sie. Das kriegen natürlich die Bakterien, die gut organisiert sind, mit und legen einfach ihre Zellwände ab. Damit gibt es Resistenzen gegen die Antibiotika. Das ist die eine schlechte Nachricht. Die noch viel größere schlechte Nachricht ist, dass wir auch Resistenzen haben gegen das Vorgehen unseres Immunsystems. Denn auch unser Immunsystem erkennt die Bakterien an den Zellwänden. Wir machen das mit Aglycare anders, erfreulicherweise. Wir attackieren die Parasiten nicht, sondern wir lassen das ihnen richtig gut gehen und haben dafür bei den Parasiten, die einen Stoffwechsel haben, ein Frequenzmuster, was diese zum überhöhten Fressen, das heißt zum überhöhten Stoffwechsel bringen, bis sie zerplatzen. Das passiert innerhalb von Sekunden, wenn wir sie mit unseren Frequenzmustern treffen. Und in dieser Zeit würden sie niemals eine Attacke erkennen, denn sie sehen das ja als Positives und bauen somit keine Gegenmaßnahmen auf. Ein ganz großer Vorteil der Arbeit mit Aglycare gegen die Parasiten. Und wenn wir die Parasiten dann zerstört haben, dann gehen wir davon aus, dass durch die Neubildung von Zellen, wir haben auf allen Gebieten Neubildung von Zellen, dass dann dort diese neuen Zellen ohne Belastung aufgebaut werden und wir somit gefeit sind davor, dass die Krankheit ewig besteht. Das macht dann durch Neuaufbau der Zellen unser Immunsystem, und wenn wir dort keine parasitäre Belastung mehr haben, haben wir dort quasi auch Krankheit abgewendet. Das passiert also bei der Neubildung der Zellen, wenn keine Parasiten mehr da sind in der großen Zahl. So, wir haben mit Aglycare erfreulicherweise die sicherlich weltweit größte Frequenzmustersammlung und somit sehr, sehr gute Wirkung, wenn wir das Richtige tun, auf die Parasiten. Und wir haben den Vorteil, dass wir dort eben nach Rife keine Attacken durchführen und somit auch keine Gegenmaßnahmen eingeleitet bekommen gegen unser Vorgehen gegen diese Disbalancen der Parasiten. Wir müssen aber die Parasiten auch treffen. Wir müssen erst einmal die richtige Anwendung machen. Da stehen wir Ihnen zur Verfügung, Sie zu beraten, welche Anwendungen das sind. Und wir haben jetzt auch mit der deutschen Darstellung unseres Katalogs in der Software mittlerweile auch ein besseres Verständnis bei den Anwendern, das Richtige zu tun. Und dann gibt es ja auch noch einen ganz, ganz großen Vorteil: machen wir das sogenannte Falsche, also Frequenzmuster gegen Parasiten, die nicht in Disbalance sind, dann passiert dort nichts Negatives, dann rauscht eben einfach die Energie nur durch das menschliche Gewebe durch und es passiert nichts über die Resonanzen. Das ist also das Aussuchen der richtigen Frequenzmuster. Des Weiteren müssen wir die Energie auch weiterleiten zu den Parasiten. Das bedeutet, wir müssen eine sehr gute Energieübertragung haben und eine gute Leitfähigkeit, sprich Elektrolyte müssen stimmen. Und des Weiteren wäre es auch noch wichtig, dass wir eine gute Bandbreite haben. Sie kennen den Begriff aus dem Internet. Bandbreite bringt uns also die Möglichkeit, weitestgehend Informationen zu übertragen. Und letztendlich übertragen wir ja auch Informationen mit unseren Frequenzmustern. Und sie sorgen für eine sehr gute Bandbreite, indem sie eben Ruhe haben, sich entspannt verhalten, möglichst nicht bewegen. Entweder sitzen sie nicht die Beine übereinander geschlagen, vor dem Apparat halten, die Handelektrode in der Hand, oder sie liegen. Sie können das noch verbessern, indem sie eben möglichst alle Kommunikation abstellen, nicht telefonieren, nicht Gespräche führen und möglichst entspannt sein. Sie können das noch verbessern, indem sie eben ihre Füße zum Beispiel barfuß auf den Fußboden aufsetzen, dann gibt es eine bessere Erdung. Manche verbessern das noch, indem sie eben da sogar sie auf eine Erdungsplatte setzen. Ich persönlich dunkle den Raum noch ab,
weil das auch eine Verringerung der Reize von außen ist und mir höhere Bandbreite gibt. So, dann gehen wir davon aus, wir treffen die sehr gut, die Parasiten, und im Weiteren haben wir sie sozusagen durch das Überfressen zerstört und zerplatzt. Wie das bei den Viren ist, das erläutere ich gleich, das ist etwas anders. Auf jeden Fall gibt es dort die Restbestandteile der Parasiten, Bakterien, Würmer, Pilze und Einzeller, möchte ich erinnern. Und die haben in ihrem ganzen Leben sich hauptsächlich damit beschäftigt, Gifte, Schwermetalle einzuspeichern, und die sind nun in unserem Körper. Und deshalb ist die Entgiftung ganz wichtig. Die Beseitigung der freien Schadstoffe ist wichtig. Das ist immer wichtig, aber eben auch durch die Agilcare-Anwendungen haben wir eine Belastung durch Gifte, durch die Reste der Parasiten, und die möchten wir beseitigen. Das geht mit sauberem Trinkwasser sehr gut und mit Naturzeolit. Und wenn Sie diese Randbedingungen, die ich eben mehr oder weniger genannt habe, erfassen wollen, noch einmal sich das vortragen lassen wollen, dann gehen Sie auf den Link, den ich in den Chat gebracht habe, mit dem YouTube-Beitrag. Dort können Sie sich das noch einmal zu Gemüte führen. Heute möchte ich speziell einmal etwas zum Coronavirus sagen. Wir haben ja eine Anwendung, das ist die XUL1.0, also Quellencodex XUL1.0, das ist die moderne und aktuellste Frequenzmustersammlung für oder gegen Corona. Wenn Corona vorhanden ist, werden wir die zerstören. Ich werde gleich erläutern, wie das passiert. Warum spreche ich heute darüber? Ich spreche darüber, dass wir ja vermehrt jetzt Infektionen sehen. Infektionen, die verschiedentlich versucht werden wollen, herunterzubringen. Und es gibt da Übernachtungsverbote, Diskussionen der Politik und so weiter. Darauf will ich nicht eingehen. Ich möchte nur sagen, dass Ängste berechtigt sind, ganz besonders bei denjenigen, die zur Gefährdungsgruppe gehören, zur Risikogruppe gehören, wie die, die über 65 sind als Beispiel, oder die eine Grunderkrankung haben, die gehören zur Risikogruppe. Und wenn man Ängste hat, hat man Agilcare, dann kann man diese Ängste ganz, ganz locker beseitigen, indem nach meinem Vorschlag Sie täglich diese Anwendung XUL1.0 durchführen. Das geht gegen das Coronavirus, und wenn es vorhanden ist, zerstören Sie das innerhalb der 30-minütigen Anwendung, wenn Sie die Randbedingungen gut einhalten, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich möchte fast sagen mit Sicherheit. So, deshalb haben Sie es also in der Hand, selbst mit Ihren Ängsten umzugehen. So, Sie sehen hier, wie so ein Virus aussieht. Der heißt Coronavirus, weil er eben auch wie so eine Krone aussieht, besteht aus einer Umhüllung, und darin sind solche Näpfchen dran, die eben irgendwo andocken, ihren Schaden verrichten können. Und wenn wir in das Virus hineinsehen, dann sieht das folgendermaßen aus. Dann haben Sie so eine Helix. Das heißt, Sie haben lauter Stege wie eine gedrehte Leiter. Sie haben vielleicht noch das in Erinnerung aus dem Biologieunterricht mit einer Doppelhelix. Bei Coronavirus haben wir eine einfache Helix vorliegen. Und diese Stege, das sind Eiweiß bzw. Kohlenwasserstoff. Brücken, und die sind ganz, ganz speziell bei jedem Virus. Und so sind sie auch ganz, ganz speziell beim Coronavirus. Und dort setzen wir an. Wir versuchen, das aufgrund der Kenntnis, aufgrund der geometrischen Maße, sicher zu zerstören, dieses Virus, wenn es vorhanden ist. Und da möchte ich Ihnen, um das mal physikalisch etwas besser und modellhafter darzustellen, möchte ich Ihnen mal zeigen, wie zum Beispiel das bei einer Brücke aussieht. Sie sehen hier eine Brücke abgebildet, eine moderne Brücke. Ich sage Ihnen, eine Brücke, die garantiert nicht marode ist, aber die schon so eigenartig verdreht ist, und diese Brücke ist auch sehr in Gefahr, eben durch Resonanz zerstört zu werden. Und genau wie bei einer Brücke, wo die Abmaße ganz klar sind, dürfen wir also auch können wir das also ausnutzen beim Aufbau des Coronavirus, ihn zu zerstören. Also sehen wir uns doch mal an, was zu einer Resonanzkatastrophe bei erzwungenen Schwingungen zum Beispiel passiert. Sie kennen das alle auch, zumindest vom Lesen oder vom Hörensagen. Wenn Gläser in einem Raum in einem Regal stehen und ein Opernsänger stößt laut einen Ton aus, der genau die Resonanz dieses Glases ist, dann zerplatzt das. Das kann man auch in Physikvorstellungen sich mal ansehen, experimentell, das funktioniert. Wie ist es bei einer Brücke? Bei einer Brücke ist es verboten,
dass eine Kompanie, eine Militärkompanie, im Gleichschritt über die Brücke geht. Ganz egal, ob das eine alte Brücke ist, eine Holzbrücke, eine Stahlbrücke, eine geschwungene Brücke, ganz egal. Denn der Gleichschritt kann zur Übertragung von Energie, in dem Sinne von mechanischer Energie, unter Resonanzbedingungen dazu führen, dass die Brücke zusammenstürzt. Also nie eine Kompanie im Gleichschritt irgendwo führen. Das steht in jedem Soldatenhandbuch drin, dass man das niemals machen sollte. Und dann sieht es nämlich am Ende so aus, dass die Brücke so zerstört ist, wie Sie das hier sehen. Hier war es nicht eine Kompanie, hier war es Wind, der sozusagen dann durch die Verwirbelung an der Konstruktion zu solchen gleichmäßigen Schwingungen geführt hat und die Brücke ist zusammengebrochen, so wie Sie das hier sehen. Und das ist schon sehr, sehr oft passiert auf der Welt. Das ist nichts Seltenes. Man muss eben nur berücksichtigen, wenn man es verhindern will, dass es zu solchen Resonanzbedingungen kommt. Und wir wollen das aber bei unserem, wir wollen das aber bei unserem Virus, ja, ich werde es doch noch schaffen, da ist es. Wir haben ja also auch solche Abmessungen, die uns bekannt sind, wie bei einer Brücke. Und dort wollen wir das eigentlich zum Einstürzen bringen. Und wenn wir bloß irgendwo etwas zerbrochen haben hier, dann ist das Virus schon nicht mehr replizierungsfähig. Das heißt, es kann nicht sich selbst beziehungsweise durch eine menschliche Zelle repliziert werden. Das wäre eigentlich das, woran wir arbeiten, was wir tun, was Sie also, meine Damen und Herren, tun, wenn Sie Agilcare anwenden, zum Beispiel gegen Coronavirus, wenn Sie die Anwendung XUL10 durchführen. Heute zu Coronavirus haben wir also hier noch einmal aufgefrischt das Wissen, dass bei Bakterien, Würmern, Pilzen und Einzellern der Stoffwechsel erhöht wird bis zum Zerplatzen durch die jeweilige ganz spezifische Frequenzmuster und dass es bei Viren so ist, dass wir aufgrund der Kenntnis der geometrischen Struktur ein Frequenzmuster zusammengestellt haben, ganz speziell für das jeweilige Virus. Und gegen Coronavirus selbstverständlich funktioniert das auch. Wir haben also die Möglichkeit, die Frequenzmuster zu berechnen. Und dieses Berechnen basiert auf einem patentierten Verfahren. Und somit zerstören wir Viren. Somit zerstören wir Coronavirus. Und das ist eine, denke ich, sehr elegante Art und Weise. Und Ihnen, meine Damen und Herren, steht es zur Verfügung. Setzen Sie es bitte zu Ihrem Schutz für den Fall der Fälle täglich einmal ein. Und wer mehr Personenkontakt hat täglich, der kann es auch ruhig zweimal einsetzen, kein Problem. Was haben wir für einen Vorteil, wenn wir das so engmaschig einsetzen? Wir setzen es also ein, wenn die Viren noch relativ gering da sind. Wir hoffen ja immer, dass sie nicht da sind, auch für den Fall, dass sie da sind, noch in geringerer Anzahl da sind. Und dann erreichen wir es natürlich noch besser, sie zu eliminieren, dass da nicht mehr eine Gefahr von diesem Virus ausgehen kann. Ja, soweit heute zu meiner kurzen Vorstellung, kurze Reprise zur Darstellung der letzten beiden, würde man sagen, komplizierten Fälle, die unterschiedlich herangehen. Und heute einmal Reprise dahin, was tun wir eigentlich mit Agilcare? Und jetzt stehe ich wie immer zur Beantwortung Ihrer Fragen bereit.